So, und damit herzlich willkommen zurück zum Custom Quest. Wir sind kurz vor Dozzler stehen geblieben. So, wieder zurück in die Dunkelheit. Bin ich richtig? Ich hoffe es. Ja, hier war Maxl gewesen, oder Metzl, oder wie er hieß. Ja, schauen wir mal, ob wir die Dichter besiegen können. Vielleicht können wir eventuell andere Kostüme anlegen, dass das besser flutscht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist stockduster. Ich sehe kaum was. Ja, wir haben Rakete, wir haben einen Space-Typen und wir haben die Heileren. Ich habe irgendwo gelesen, dass man auch den Vampir mitnehmen sollte. Ich weiß schon gar nicht mehr, was der Vampir macht. Kostümmuster. So, ich glaube, da habe ich irgendwie alle Leben wiedergegeben, oder? Hier, der war's. Ein verhextes Wesen, das sich von der Lebensessenz der Lebenden annähert. Kampf von Fledermaus in den Haaren. Ein Schwarmfledermaus und bringt der Gruppe neue Gesundheit. Ist nicht schlecht. Könnten wir vielleicht ihm geben? Ihm, die hat auch, die könnte auch healen. Okay, nehmen wir mal wie er mit. Ein kleiner Vampir. So, gut, das hatten wir jetzt alles schon. Können wir das irgendwie überspringen? Okay, das hatten wir alles schon. Leider kann man das nicht überspringen. Doch, kann man überspringen. Wunderbar. Mit Escape. Das hätte mich aber auch gewundert, hätte man es nicht gekonnt. Oh, der Vampir sieht geil aus. Sieht gar nicht mehr wie eine Frau aus. Und da haben wir wieder sexy Dorschiller. Go, Reynolds! Ja, was auch empfohlen wurde, so eine Stun-Karte, womit man den Gegner zwei Runden irgendwie leben kann. Aber ich weiß nicht. Na gut, der nimmt ja, die nimmt ja immer ein, ist ja ganz normal. Ja, ganz ruhig. Ach, dammit. Zack. Juhu, wir sind wieder frei. Okay. Patsch. Nochmal Space. Und der Rückangriff. Das ist schon mal nicht die echte. Schauen wir mal, welche die echte ist. Sind es mal immer zwei. Bei Illusion, die ganz linke ist die echte. Die kriegt weniger Schaden, deshalb, ja. Ist ja die echte. So, schauen wir mal hier. Fledermaus in den Haaren. Komischer Angriff. Aber wir kriegen Dings wieder. Leben. Auch wenn das ziemlich gefährlich ist, die noch am Leben zu lassen. Nein, ich habe Space gedrückt. Jetzt aber Shift. Geh mir nicht auf den Sack, Bitch. Pam. 500. Und nochmal. Ah, die ist schon mal tot, schon mal gut. Shift. Ah, schon wieder daneben. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Ist ja unmöglich. Ja, sollte eigentlich auch schon wieder tot sein, hoffentlich. Boah, die geht mir so ziemlich auf die Eier, ey. Aber der Vampir ist wirklich gut. Kann ich noch nicht meckern. Fängt schon wieder mit dem Runenkäfig an. Ah, ist doch nicht zu fassen, ey. Nee, dafür meine Kuh zu verschwenden, das wäre etwas schade. Und dann lieber auf die Doppelgänger, wenn die dann wieder kommen. Damit wir das dann schon mal haben. Zack. Irgendwas Großes. Na gut, benutzen wir es doch. Jetzt war eine Runde zu spät, aber was soll's. Vielleicht haben wir ja noch einen dritten Versuch und ich habe schon wieder meinen Job und nicht gestellt. Das ist unfassbar. Gehen wir davon aus. 5 Minuten sind schon rum.
kann die Zeit ja mal super einschätzen. Sie lädt schon wieder auf. Ich glaube, ich komme eine Runde zu spät. Das hätte ich eine Runde früher machen sollen, die Fähigkeiten alle benutzen. Aber gut. Da wir ja ein Vampir haben, sollte das kein Ding sein. Der ist ziemlich stark, muss ich sagen. Da hält unser Instinkt da voll. Ja, das ist das, was ich meinte mit der Stun-Karte. Damit könnte man die Konzentration brechen, wie sie es gerade sagten. Aber egal. Nächste Runde haben wir dann wieder unsere Spezialfähigkeiten. Sollte sie also ihre komischen Viecher rufen. Au! Lucy ist fast gestorben. Das war die gefährliche Attacke gewesen. Die hatte meinen Heiler umgebracht gehabt. Das ist das echt Bittere gewesen. Gelähmt! Ah, das ist aber ganz schlecht. Also ich glaube, die hat die Monsterkarte, dass sie wiederbelebt wird nach dem Tod. Bin ich mir aber nicht ganz so sicher. So, du kleine Tusse. Saugen wir dich aus. Nicht geschafft. Da habe ich relativ wenig Zeit gehabt. Ganz super toll, dass sie noch 49 Leben haben, alle. Tada, Todesse. Den richtigen getroffen, ganz rechts. Ja, die ist auch total hässlich. Die letzte Monsterkarte. Yippie. Ach, Dozilla, du wolltest sie schrecklich, wollte doch einfach nur verlassen. Warum lässt sie dich nicht gehen? Bist du etwa zu schön? Oh, bitte. Niemand versteht mich hier. Oh. Wo ist meine Schwester? Lasst mich besser in Ruhe, sonst erwartet euch ein noch viel größerer Kampf. Hält sich doch gut an, wir sind bereit für einen Kampf. Einverstanden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass wir noch bereiter sein könnten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz speichern. Auf nach unten. Der Vampir ist ziemlich OP. Aber hätte ich das heute nicht gelesen, dann, ja. Da würde ich jetzt mit dem Magier herumgimpeln. Aber ich denke mal, so viel Unterschied hätte es auch nicht gemacht. Komme ich hier lang? Ja. Weil ich eh einen Healer hätte, so oder so. Die wären im Eimer eh nicht gestorben. Das ist also schon mal positiv. Egal, welches Kostüm ich gewählt hätte. Wäre natürlich ein bisschen knapp gewesen. Vielleicht wäre Lucy doch gestorben. Ich habe es einfach mal nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir haben sie jedenfalls besiegt und können weitergehen. Da gibt es ja irgendwie noch die ganze Zeit, reden die irgendwie vom dicken, was, Big Bone oder so, wie hieß der? Oder irgendwas mit Bone, glaube ich. Der scheint ja auch noch zu kommen, wenn Dozilla noch nicht das Ende war. Auch wenn sie unglaublich hässlich war und unglaublich stark. Aber anscheinend war das noch nicht das Ende. So, Portali. Was jetzt? Ja, also er will seine Schwester wiederholen. Wenn ihr mich noch einmal stört, gibt es einen Kampf, der wirklich groß sein wird. Ich gehe nicht ohne meine Schwester. Okay, noch ein Kampf. Easy going. Dozilla, willst du nochmal? Das ist peinlich. Was? Das platzen all deine Hoffnungen und Träume? Nein, nach Verstärkung rufen zu müssen. Ich beschwöre den Gefräßigen. Den unersättlichen. Großknochigen Kadaver. Hallöle, du kleine Zuckersüßigkeit. Das steckt fest. Doof gelaufen, ne? Es ist Zeit für Süßigkeiten? Boss, es tut mir leid, aber diese Kinder haben deine Süßigkeiten genommen. Was? Piep! Nachricht übermittelt. Hä? Das ist der Lautsprecher, den Dorian dir gegeben hat. Dorian, ich bin's, Dozilla. Hör zu, du brauchst
dir um mich keine Sorgen machen. Ich hänge nur lange genug mit diesen Monstern herum, um sie auszutricksen, damit sie mich nach Repogia führen. Sobald ich da bin, kann ich leicht meine Kräfte einsetzen, um Großknochen loszuwerden. Dann werde ich die Herrscherin über Repogia sein, nicht mehr Großknochen, dieser fette Verlierer. Piep! Oh oh. Die hat ein Problem. Das ist unerhört. Ein Brockenglibber? Ich verwandle dich in ein Brockenglibber. Du wirst Repugia niemals betreten. Niemals. Das kannst du nicht machen. Wir hatten ein Abkommen. Geh mir aus den Augen. Das Abkommen ist geplatzt. Oh. Das ist so traurig. Fast fehlt mir die Energie, diese Kinder jetzt zu essen. Fast. Ach, und übrigens, viel Spaß dabei, Trottel. Ich glaube, sie hat uns Kräfte gegeben. So sieht das aus. Fein, so bekomme ich noch viel mehr Appetit. Habt keine Angst, Kinder. In meinem Magen ist euch, wird das euch gut gefallen. Da drin riecht es gut. Ich habe gerade erst Schinken gegessen. Okay, was auch immer uns gerade gemacht hat. Oder was sie auch immer gerade gemacht hat. I don't know. Schauen wir mal, was Großknochen so kann. Er verliert immer ein 400 Leben pro Runde. Aua. Ein AOE-Angriff also, ja. Na, dann schauen wir mal, dass Reynold nicht stirbt. Er muss ja nur noch eine Runde durchhalten nach der hier. Damit er geheilt werden darf. Oder kann, wie auch immer. Hey, 800 Leben verloren. Au! Du Sau! Ich hab Schiff gedrückt, aber eine halbe Sekunde zu spät wahrscheinlich. Ärgerlich. Okay, hier hätte ich natürlich allerdings mit der Freiheitsstatue keine so großen Chancen. Da ist der Vampir schon ganz okay. Ja, passt wieder full life. Ist da noch was unter dieser Rolle? Oh nö. Das ist eine böse Attacke. Das ist eine richtig böse Attacke, ohne Witz. Der drainet ja fast über 50% der Werbung. Das mag ich nicht. Es kann sein, dass Reynolds stirbt. Und zack! Ja, eine Runde muss er noch durchhalten, dann kriegt er Leben zurück, aber wahrscheinlich nicht full life. Das ist kacke. Ja, hier ist ein bisschen Glück dabei. Obwohl, nein, er greift immer wieder Everett an, das ist gut. Finde ich wunderbar. Puh. Der ist heftig. Das ist ein richtig fetter Brocken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und verdammt groß. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Zeit für eine kleine Stärkung. Der Typ ist crazy geworden. Er hat noch 1077 Leben. Oh shit! Ja, Everett ist down. Der überlebt das nicht mehr. Alter, der Typ ist ja crazy. Ja, Everett ist definitiv down. Und die anderen auch. Scheiße. Zwei Runden noch. Nee, das war's. Das ist scheiße. Obwohl, nein, er verbrennt. Woo! Durch die Verbrennung. Alter, das war wirklich der knappeste Kampf in diesem Spiel überhaupt. Oh Gott, das ist dieses dicke Monster, ey. Holy shit. Wozu machen wir EP? Wir sind bereits Level 10. Oder gibt's noch einen Gegner? Aufgabenmeister und süße Gerechtigkeit als Achievement. Kommt und holt sie euch!
Süßigkeiten! Hey, lass uns was übrig. In Ordnung, wir laden ein paar Süßigkeiten im Zentrum ab und dann geht es geradewegs zurück nach Auburn Pines. So soll es sein. Hey Leute, sollen wir einen Pakt schließen? Sollen wir das zu jedem Halloween machen? Ja! Ja! Nein! Vielleicht. Oh, wie süß. Da ist unser Zuhause. Da haben wir angefangen. Und die stopfen sich jetzt mit Süßigkeiten voll. Okay, Lucy und Everett, ich habe eure Eltern angerufen. Und sie haben gesagt, dass es okay ist, wenn ihr bleibt. Wie sie grinsen. Ich frage mich, ob sie ebenso glücklich darüber sind, dass die Kinder ihre Freundschaft geschlossen haben. Mama! Mama! Was ist los? Wie grinsen, das ist so genial. Papa Steuer. Ein Bonbon? Das ist aber genügsam. Gute Nacht, Kinder. Oh, sie war gerade ganz traurig, dass sie Süßigkeiten geklaut haben, die Ren. Okay, kommen wir wieder zum Geschäft. Ich nehme Karamell. Nicht schlecht, ich nehme saure Schnecken. Ich nehme Lakritz. Grins. Und zu mir sagst du Ich liebe Lakritz. Ey, Lakritz ist lecker. Du kannst Lakritze von mir haben, Brüderchen, wenn du mir dafür die Packung Astronautenscheiben gibst. Abgemacht, Schwester. Oh, die Katze! Hi, Dorian. Okay, ich nehme weiße Schokoladenringe. Du kannst nichts nehmen, wenn du gerade getauscht hast. Doch, das geht. Da hinten sind Süßigkeiten. Und noch mehr Süßigkeiten. Seht mal, ich weiß, dass es in eurer alten Stadt anders war, aber ich nehme mir Prickelpacks. Ich war dran. Boah, jetzt zanken sie. Ich kann nicht ewig warten, Baby. Hast du mich gerade Baby genannt? Ah, schönes Spiel. Hat mir gut gefallen. Es gibt aber noch die Erweiterung, dieses Ribbons of Ice. Ich weiß nicht, ob ich das gleich weiterspielen werde, aber als neues Projekt dann. Ja, hier die ganzen Entwickler. Auch nicht schlecht, so Kinderfotos. Ich weiß nicht, ob das die echten sind oder ob das einfach nur irgendwelche Kinderfotos sind. Von denen dazu gebracht. Das ist, cool. Mal was ganz Neues. Aber eventuell auch peinlich. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht die Kostümproben zu den Designs hier, Ingame-Kostümen. Ach, wer weiß das schon. Ja, definitiv peinlich. Ja, war ein sehr schönes Spiel. Costume Quest jedenfalls. Grubbins of Ice gibt es ja auch noch, wie gerade schon gesagt. Das würde ich dann, wenn es mir gefällt, als extra Projekt bringen. Wenn es mir nicht gefällt, dann halt nicht. Ja, lasst euch überraschen. Guck mal, Mildred ist ein Hündchen. Truman ist auch ein Hündchen. Aber war ein schönes Spiel. Also ich habe fast alle Achievements gesammelt. Es gibt noch ein Achievement, dass man da zu Weihnachten spielen soll. Das werde ich vielleicht auch noch holen, dass man alle Kostüme in Kampf einsetzen soll. Alle Kostümquests. Kostüm-Special-Effects. Das werde ich auch vielleicht noch offline machen. Einfach nur um die Achievements zu farmen. Ja, der Endboss war wirklich gerade knapp. Knapp wie Sau, ey, ohne Scheiß. Das war ja wirklich megamäßig knapp. Aber dennoch haben es gepackt durch den Flammenbrand, durch den Brand. Hat er seinen letzten HP noch verloren. Ich wundere mich aber, was Lucy für eine Karte hatte, für eine Monsterkarte. Ich denke, sie hat die Wiederbelebung gehabt, aber sie wurde nicht wiederbelebt. Merkwürdig. Ach ja, dieser schöne Sound. Der kommt einem noch bekannt vor. Sollte er zumindest, wenn man das Spiel gerade angeguckt hat. Thanks for playing. Ja, danke für das Spiel, darf ich eher sagen. Es ist nicht schlecht. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, jetzt gäbe es noch Grubbins of Ice. Ich werde es, wie gesagt, erstmal antesten, ob es gut ist. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen von Custom Quest. Dem schönen Halloween-Süßigkeiten, einsames Spiel, wie auch immer. War ein echt geiles Spiel, muss ich sagen. Ich habe es an 3 oder 4 Tagen durchgespielt. Hat mir, wie gesagt, wie schon öfter gesagt, gut gefallen. Ja, und ich beende das jetzt erstmal. Und zwar, Custom Quest, Grubbins of Ice könnte kommen. Vielleicht auch nicht. Habe ich jetzt auch schon öfters gesagt. Ich wiederhole mich sehr oft, okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns eventuell zu einem nächsten LP oder Grubbins of Ice oder was weiß ich und so. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.